Verstand. Und er weiß schon jetzt, er steuert geradewegs auf Probleme zu. Er staut sich vor jeder Baustelle. Und dadurch, dass viele Brücken kaputt sind, hat auch viele Baustellen. Die Brücke in Leverkusen ist eine von etwa 900 gemeldeten Baustellen. Gleichzeitig eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Deutschland. Die Brücke, ein Sanierungsfall. LKW über 3,5 Tonnen dürfen gar nicht mehr. 12,4% der Brücken sind marode und müssen sofort instand gesetzt werden. Bei 75,1% ist es in den nächsten Jahren unbedingt möglich. Deutschland ist als Transitland besonders abhängig von belastbaren Straßen. Denn bis 2030 werden noch mehr Güter transportiert. Gegenüber 2010 schätzt man knapp 40% Zunahme. Beim Nachbarn Frankreich wundert man sich über das Baustellenland Deutschland. Eine Mautstation bei Lyon. Frankreichs Straßen sind wesentlich besser. Alain Bonnefou hat viele Jahre zur Finanzierung von Infrastruktur geforscht. Für ihn ausschlaggebend die Nordgebühr. In Deutschland findet man manchmal Autobahnen, aber nicht sehr oft. Teilweise werden die ja auch über Lkw-Maut finanziert. Meiner Meinung nach ist die Finanzierung durch die Benutzer eine wichtige Voraussetzung für ein hohes Niveau der Straßen. Jahrzehntelang ist in Deutschland nicht genug in die Infrastruktur investiert worden. Wurden Brücken und Straßen kaputt gespart. Jede achte Brücke in Deutschland ist baufällig. Für Paul unverständlich. Da hätte man schon wesentlich früher darauf reagieren können, weil die wurden ja in den 50er Jahren alle zur gleichen Zeit gebaut. Und natürlich gehen die dann auch alle zur gleichen Zeit wieder kaputt. In vielen Regionen Deutschlands quält man sich auch in Leverkusen mit den Folgen des Sanierungsstaus. Die Rheinbrücke musste vor 4 Jahren von heute auf morgen für Lkw gesperrt werden. Brückenbauingenieur Hans-Dieter Jungmann musste das damals entscheiden. Das große Problem war, dass wir hier Risse in den Querträgern hatten. Das heißt, wir sind die Querträger komplett durchgebrochen. Und das gab es zu der Zeit überhaupt nicht. Wir waren ganz überrascht, dass sowas überhaupt geht. Und das war im Grunde auch der Todesstoß. Die extreme Zunahme des Verkehrs setzt den Straßen und Brücken zu. Ausgelegt ist die Rheinbrücke für 40.000 Fahrzeuge pro Tag. Heute sind es 120.000, dreimal so viel. So wurde die Brücke vorzeitig zum Sanierungsfall. Die Konsequenzen tragen nun die Pendler, Fernfahrer und normale Bürger. Die Anwohner ist das ganz schlimm. Es sind natürlich viele, die da auch ausweichen und die mittlerweile durch Verfahren, wo normalerweise die im Lkw geguckt, also viele Lkws gesehen worden. Und die Bürger natürlich, die müssen jede Menge Umwege fahren und die Rückstaus, die auf der A3 jeden Tag da sind, die müssen die Lkw-Fahrer in den Wahnsinn treiben. Paul ist mittlerweile in Frankreich angekommen. Hat den Wahnsinn und den Stau hinter sich gelassen. Endlich Pause. Und Kaffeekekse Kreuzworträtsel. Er sagt, die französischen Autobahnen sind in einem wesentlich besseren Zustand. Sogar die einfachen Rastplätze seien sauberer, gepflegter. Das wird alles durch die Bahn finanziert. Daher kommen die Gelder. Bei uns fehlt es. Gut, die Maut in Frankreich ist teurer, aber für Service muss man halt bezahlen. Nahm Frankreich 2017 9,9 Milliarden Euro an Mautgebühren ein, waren es in Deutschland lediglich etwa 4,7. Doch mit der Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesfernstraßen werden in den nächsten Jahren jährlich rund 7,2 Milliarden Euro erwartet. In Deutschland ist die zusätzliche Einführung der Pkw-Maut seit Jahren ein Zankapfel. Eine Pkw-Maut zu zahlen, nur von Benutzern aus dem Ausland, das ist umstritten und verstößt womöglich gegen EU-Recht. Denn sollten nicht lieber alle zahlen, die die Straßen benutzen, auch die Deutschen selbst? Die EU-Kommission favorisiert offenbar sogar ein einheitliches, EU-weites Mautsystem für alle. In Frankreich ist noch vieles im Fluss. Über die Maut sollten die Länder selber entscheiden. Aber der Vorteil benutzerfinanzierter Mautsysteme ist, dass wesentlich zügiger gebaut wird. Wird es nur aus öffentlichen Geldern bezahlt, dann geht es viel langsamer. Wie die Zukunft der Maut auch aussehen wird.
Schon jetzt muss gehandelt werden. Nur wenn die Not besonders groß ist, geht vieles auch hierzulande plötzlich schnell. In Leverkusen wird nun innerhalb kürzester Zeit eine neue Brücke gebaut. Bis Ende 2020 heißt es. Und so absurd es auch klingt. Mehr Geld für Infrastruktur, das heißt erst einmal mehr Baustellen und mehr Staat. Das ist jetzt unser Leid. Wir müssen damit leben. Doch die Maut für alle dürfte irgendwann kommen. Wie in Frankreich. Dort funktioniert das seit Jahrzehnten. Der Visotruck führt uns jede Woche in andere Länder der EU und jedes Mal versuchen wir in diesen Ländern Geschichten abseits der Autobahnen zu finden, die für dieses Europa stehen. Typisch EU ist auch, dass es in vielen Bereichen keine einheitlichen Regelungen gibt, beim Tierschutz zum Beispiel. So dürfen Hunde in Spanien getötet werden, wenn ein Tierheim sie nicht vermitteln kann. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Bilder, die schwer zu ertragen sind, müssen wir in diesem Fall zeigen. Auch das ist Europa. Aber auch, dass Tierfreunde in Spanien den Hunden helfen, um sie aus diesen Heimen rauszuholen. Claudia Kravchik hat diese etwas andere Truck-Geschichte mitgebracht. Benidorm, Freitagmorgen, 9 Uhr. Wir sind im Tierheim mit Barbara Hoffmann verabredet. Die Rentnerin lebt seit 15 Jahren in Spanien, ist Tierschützerin und hilft dabei, Hunde nach Deutschland zu vermitteln. Die meisten Hunde sind 1 bis 2 Jahre hier, manche für immer. Für Barbara unerträglich, erzählt sie uns. Deshalb arbeitet sie ehrenamtlich hier. 2 eigene kleine Hunde hat sie bereits und das Hund der anderen liegt ihr am Herzen. Und ich kann es verstehen. Mit 180 Hunden sind die Zwinger voll besetzt. Am Ende der Jagdzeit ist Hochsaison. Vor allem Galgos und Podenkos müssen bis dahin gezeigt haben, was sie können. Wer nicht taugt, muss weg. Bei einer Jäger mit vielleicht 30 Hunden gejagt. Und wenn manche Podenkos entweder zu alt sind, wie man jagen wollte, oder von Anfang an keinen starken Jagdtrieb haben, dann können sie dann natürlich nicht gebrauchen. Und wenn die Jagdsaison zu Ende ist, ist immer das Problem, dass man überall ausgesetzte Podenkos findet. Auf der Straße, in Berge, angebunden am Mülleimer, wie auch immer. Leider können nicht alle Hunde hier aufgenommen werden. Alte, kranke, schwierige Tiere landen oft direkt in sogenannten Pereiras, den staatlichen Tierheimen. Tierschützer holen auch hoffnungslose Fälle aus den Pereiras, legal gegen Geld. Risqueto, ein Galgo-Jagdhund, war extrem abgemagert, als man ihn abholte. Lauren wurde hinter ein Motorrad gebunden, um für die Jagd schneller zu werden. Und Bali war fast tot, als man ihn so fand. Sie alle haben nur knapp. Deutschland spricht man von Tötungsstationen, ist das richtig so? Ich finde, es ist ein sehr harter Ausdruck, aber am Ende läuft es bei den meisten Hunden darauf hinaus, dass sie tatsächlich getötet werden, wenn man in diesen 3-4 Wochen nicht im Zuhause liegt. Pilar, die Leiterin in Benidorm, erzählt uns, warum Hunde, die nach 20 Tagen jemand abgeholt hat, getötet werden dürfen. Der Grund ist, dass jedes Jahr mehrere tausend Hunde ausgesetzt werden. Vor allem in den großen Städten Madrid, Barcelona und Valencia ist in den Tierheimen nicht genug Platz für alle. Und deshalb dürfen sie in den Pereiras nach wenigen Wochen getötet werden in Spanien. Die meisten Hunde sind Straßenhunde. Viele mussten sich monatelang alleine durchschlagen, haben schlechte Erfahrungen gemacht. Der junge Podenco Gus gehört dazu. Er wird adoptiert und muss deshalb zum Tierarzt. Das Pflichtprogramm Stress für den Hund. Gus bekommt einen Mikrochip gesetzt. Damit ist er registriert. Auch die Tollwutimpfung muss noch sein. Nach 21 Tagen wirkt der Schutz, dann darf er ausreisen. Der EU-Heimtierausweis ist bei jeder Grenzüberschreitung innerhalb Europas zwingend vorgeschrieben, erklärt uns die Ärztin. Eingetragen werden Name, Rasse, Chipnummer und die Impfung. Die Tierarztkosten seien sehr günstig, mit Sterilisation ca. 180 Euro. Jeder Neuzugang wird über Blutproben auf die Mittelmeerkrankheiten getestet. Die Übertragung passiert nur über Stechmücken oder Zecken. Dennoch haben viele Angst vor dem sogenannten Hunde-Aids. Mit diesen immunsystemischen Krankheiten kann man auch durch die Nieren versorgen, die Leber versorgen oder mit Augenproblemen, mit Hautproblemen, mit Gelenkproblemen. Aber vom Glück, die Medikamente haben sich auch recht verändert und können alles
und Stefanie Müller pflanzt seit 40 Jahren Gurken an. Auf mehr als 4000 Quadratmetern wachsen hier vor allem Schlangengurken, die typischen Salatgurken also. Stefanie Müller sortiert manche Gurken schon früh aus. Also diese Gurke, die ist beim Wachsen von der Ranke der Pflanze eingewickelt worden. Die Gurke kann sich halt nicht mehr frei bewegen und deswegen wird sie jetzt hier krumm wachsen und wir können sie halt nicht mehr in den entsprechenden Handelsklassen, die im Lebensmitteleinzelhandel gefordert werden, vermarkten. Gurken werden in der Regel in den Handelsklassen 1 und 2 vermarktet. Gurken der Handelsklasse 2 dürfen etwas mehr gekrümmt sein als in Klasse 1 und sie dürfen Schalenfehler haben. Krumme Gurken passen in keine Handelsklasse. Verkauft werden dürfen auch sie, aber man findet sie kaum im Handel. Diese Regel hatte die EU mal vorgeschrieben in der berühmten Gurkenverordnung. Doch die Vorschrift hatte einen Sturm der Entrüstung entfacht. Was für ein Regelungsirrsinn! Die haben doch eine Vogel in Brüssel. Die EU hat die unliebsame Verordnung deshalb wieder abgeschafft. Und zwar schon vor 10 Jahren. Trotzdem aber hält sich Stefanie Müller noch immer an die Vorgaben der berüchtigten Gurkenverordnung. Diese Regel, die hat ja schon einen Sinn, weil eine krumme Gurke können wir mal nicht in den Karton packen. Gurken werden ja zum Schiffspreis verkauft. Deshalb müssen sie vom Gewicht, vom Aussehen, müssen sie einheitlich sein. Sie war also doch nicht so irre, die EU-Gurkenverordnung. Die hatte sie nämlich von den Vereinten Nationen übernommen und deren Regeln gelten heute noch. Die Vorgaben entsprechen in weiten Teilen exakt der guten alten EU-Gurkenverordnung, teils sogar wortwörtlich. Kein Gesetz zwar, aber dennoch verbindliche Regeln, an die sich alle halten, die mit Gurken handeln und das ganz freiwillig. Zu welcher Handelsklasse gehören die Gurken im Test? Und wie wirkt sich das überhaupt auf die Qualität aus? Ein Unterschied, der sich auf die Qualität auswirkt, wären zum Beispiel Schalenfehler. Schalenfehler bieten Verderbniskeimen die Möglichkeit, eher in die Gurke einzudringen. Darum mindert sich die Haltbarkeit der Gurke und diese kann schneller verderben. Wir machen eine Stichprobe. Unsere Gurken werden vermessen und genau begutachtet, auch auf Schalenfehler. Auffällig die konventionellen Gurken von Lidl und von Rewe. Diese beiden Gurken hatten die Handelsklasse 1 angegeben, haben diese allerdings nicht erfüllt, da sie eine hohe Anzahl an Schalenfehlern aufwiesen. Deshalb entsprachen sie nur der Handelsklasse 2. Die Bio-Gurken im Test hatten zwar auch Schalenfehler, aber nur leicht. Einwandfrei war nur die Schale der konventionellen Aldi-Gurken. Die Einteilung in Handelsklassen hat aber auch einen Nachteil. Und den erlebt Stefan Niemöller in seinem Bauernladen immer wieder. Bei uns im Laden machen wir die Erfahrung, dass der Kunde eine gerade Gurke bevorzugt und eine krumme Gurke halt ja, bis zum Schluss im Karton liegen bleibt. Die krumme Gurke ist nicht schlechter, die hat dieselben Inhaltsstoffe, geschmacklich ist sie auch sehr gut. Die krummen Gurken vermarkten wir an unsere Gastronomiekunden. Und leider sind die krummen Gurken nicht für denselben Preis zu verkaufen wie die normalen geraden Gurken. In der EU werden sogar jährlich mehrere Millionen Tonnen Obst und Gemüse vernichtet. Die strengen Handelsnormen gelten als ein Grund für diese Verschwendung. Nächster Test, die frischen. Obst und Gemüse mit Fäulnisbefall darf in der EU nicht verkauft werden. Das gilt auch für Gurken. Wie frisch eine Gurke sein muss, schreibt die EU allerdings nicht vor. Wie erkennt man eine frische Gurke? Eine frische Gurke sollte fest sein und keine Hohlräume aufweisen. Als Verbraucher kann man eine frische Gurke sehr gut an den Enden erkennen. Diese sollten eben auch fest sein und sich nicht eindrücken lassen. Wir lassen die teuren Bio-Gurken und die billigen konventionellen in Labor auf frische prüfen. Das Ergebnis? Nicht mehr ganz frisch waren die konventionellen Gurken von Aldi. Die anderen waren in Ordnung. Der nächste Test, Pestizide. Welche und wie viel davon in Gurken stecken dürfen, auch das schreibt die EU ganz genau vor. Wir lassen alle Gurken auf Pestizide testen. In 2 konventionellen Gurken findet das Labor das Pestizid Propamoca. Bei dem Pestizid handelt es sich um ein Fungizid. Dieses wird beim Gurkenanbau eingesetzt, um Schimmelbildung zu verhindern. Die Menge war allerdings so gering, dass es 100-fach unterhalb der Höchstmenge lag.
Einsatz der Wieso-Truck auf seiner Reise quer durch Europa. Wieso hat Gurkenhäppchen dabei von Aldi, Lidl und Rewe. Jeweils teure Biogurken und billige konventionelle. Wie kommen sie bei den Kunden an? Es gab große Unterschiede. Die 1 und die 5 kommen jetzt sehr ähnlich vor. Also da ist noch so ein süßlicher Nachgeschmack, der ist schön. Also einen richtigen Charakter mehr als nur Wasser. Den Geschmack ist richtig herzhaft nach Gurke. Und so schmeckt eigentlich auch die Gurke aus meinem Garten, wenn ich selber die Ernte und an den Kranz habe. Die Gurke an sich ist nicht grün. Viel Kerne und viel Wasser habe ich das Gefühl, sowieso gelb. Ich fand das mir gut. Die hat mir gar nicht geschmeckt. Dann wird abgestimmt. Und tatsächlich schmeckt nicht jede Gurke gleich. Das Ergebnis: die Biogurke von Aldi liegt klar vor. Auch auf Platz 2 ein Bioprodukt, die Lidl-Gurke. Deutlich weiter hinten Aldi und Rewe konventionell. Schlusslich das Lidl konventionell und Rewe Bio. Das Fazit unserer Stichprobe: alle Biogurken haben zwar leichte Schalenfehler, dafür waren sie frisch und frei von Pestiziden. Auch im Geschmackstest bleiben Biogurken vor. Die konventionellen Gurken enthielten keine bedenklichen Mengen an Pestiziden. Die von Lidl und Aldi waren aber nicht mehr ganz frisch. Ganz ohne Folien will nur Aldi auskommen. Alle Ergebnisse auf wieso.de. Und gleich in Wieso, Wieso-Tipp, worauf Sie beim Mietvertrag für Wohnmobile achten sollten. Muttertag, wie gut sind Blumen aus dem Online-Versand? Wieso, zweiter Teil, weiter geht's. Ganz herzlich willkommen. In 6 Tagen ist Muttertag. Wenn Sie also einer Mutter oder der Blumenindustrie eine Freude machen wollen, nicht vergessen, Blumen sagen schließlich mehr als 1000 Worte. Die Testergebnisse in unserem Blumentest allerdings auch. Wir haben sie bestellt, die Preise verglichen und geschaut, wie lange sie tatsächlich für Freude sorgen. Die Ergebnisse haben wir, sagen wir mal, machen auch für uns Wochenschritt. Rosen zum Muttertag. Wer den Strauß nicht selbst übergeben kann, findet online zahlreiche Angebote. Blumenhändler in Wetzwerk mit 7 Tage frische Garantie, Wunschterminlieferung oder besonderer Floristenqualität. Wieso macht eine Stichprobe und kauft 6 Mal Blumen im Netz jeweils einen Rosenstrauß? Wir bestellen bei den Discountern Lidl und Aldi und 4 beliebten Online-Shops. Bei Blume 2000, Flora Prima, Valentins und dem Floristennetzwerk Florimon. Zur besseren Vergleichbarkeit bestellen wir Sträuße mit jeweils 15 roten Rosen. Sind die nicht im Sortiment, nehmen wir die Straußgröße, die dem am nächsten kommt. Die Sträuße kosten bei Lidl, Aldi, Blume 2000.
besonders gut ab. Der schöpft gleichmäßig vom Erblühungszeitpunkt her sehr eigentlich auch keine Beschädigung an den Blüten. Also wirklich so gute Qualität. Das ist Zwischenfazit. Mit 1,11 Euro pro Blume sind die alten Blumen am günstigsten. Im Vergleich sind es auch die schönsten Rosen. Die teuersten Rosen kommen von vorne. Stückpreis inklusive verkosten ganze 5,16 Euro. Trotz des hohen Preises wurden die Blumen trocken und mit kleinen Beschädigungen beliefert. Vergleichsweise günstig die Rosen von Blume 2000. Preis pro Stück 1,40 Euro. Schade, ein Großteil der Rosen wurde zu früh geerntet. Die Fairtrade-Rosen von Lidl und Valentins kosten, die Verkosten eingerechnet, 2,50 Euro das Stück. Derselbe Preis ist kein Zufall. Valentins liefert auch die Blumen für Lidl. Die Qualität der Blumen ist in Ordnung. Damit die Sträuße gut halten, hat Dr. Oschmann alle Rosen schräg angestellt. Die mitgelieferten Frischhaltemittel von Aldi, Blumen 2000 und Fleurer, nutzen wir nicht. Denn unterschiedliche Mittel könnten das Ergebnis verfälschen. 7 Tage frische Garantie versprechen die meisten Händler Ablieferung. Bei 19 bis 20 Grad Raumtemperatur und gleichmäßigem Licht, Tag- und Nachtwechsel, stellen wir die 5 Sträuße auf. Schon nach wenigen Tagen zeigt sich, bei welchen Rosen die Qualität stimmt und bei welchen nicht. Obwohl Valentins auch die Rosen von Lidl geliefert hat, halten in unserer Stichprobe die Blumen von Lidl besser durch. Valentins teilt uns auf Nachfrage mit, dass es für reine Rosensträuße bei Valentins und Lidl nur 4 Tage frische Garantie gibt. Im direkten Vergleich zwischen den günstigsten und teuersten Rosen gewinnen ganz klar die Blumen von Aldi. Die teils zu früh geernteten Rosen von Blume 2000 lassen schon nach 5 Tagen die Köpfe hängen. Wieso beschwert sich bei Blume 2000 über die Qualität der Rosen? Das Unternehmen gelobt Besserung. Wir gehen hier von einem Einzelfall aus und nehmen Ihre Recherche zum Anlass, unsere internen Prozesse zu überprüfen und dauerhaft zu verbessern. Nach 7 Tagen schaut sich unsere Fachfrau noch einmal die Rosen an. Insgesamt ein sehr differenziertes Bild, was ich hier euch biete. Von der 7 Tage Haltbarkeitsgarantie sind wir bei einigen Sträußen noch sehr weit entfernt. Ausgerechnet der günstigste Strauß, der von all denen, hat sich am besten gehalten. Vom teuersten Strauß, dem von Fleurer, ist keine einzige Rose übrig. Wir reklamieren. Valentins und Lidl schicken aus dem Glanz einen 20-Euro-Gutschein, obwohl es für Rosen nur 4 Tage frische Garantie gibt. Blume 2000 erstattet wegen der vorzeitig gewählten Blume den Kaufpreis. Flora Prima bietet für die um 5 Tage verspätete Lieferung eine Rückerstattung der Lieferkosten und einen 5-Euro-Gutschein. Erst nach der 2. Beschwerde gibt es auch den Kaufpreis zurück. Wieso gegenüber erklärt Flora Prima, man habe sich aufgrund der Verzögerung vom Lieferanten getrennt. Auch die Geld-Zurück-Garantie werde verbessert. Künftig würden nicht nur die Lieferkosten, sondern der Gesamtpreis erstattet. Flora reagiert auf unsere Reklamation als normaler Kunde nicht. Erst als Wieso nachfragt, bekommen wir unser Geld zurück. Das war's. Nur die Rosen von Aldi blieben 7 Tage frisch. Mit frischen Mittel hätten alle Rosen möglicherweise etwas länger durchgehalten. Und gerade bei Rosen gibt es mittlerweile ein großes Angebot an fair gehandelten Blumen. Jede 4. aller verkauften Rosen kommt aus Betrieben, die gewisse Standards einhalten, zum Schutz der Angestellten und zum Schutz der Umwelt. Wenn Ihnen diese Info genauso wichtig ist wie uns, dann teilen Sie gerne diese Grafik auf Facebook.
unverbindlich eine Anfrage stellen oder nur direkt buchen. Prüfen Sie, ob Extrakosten anfallen. Viele Portale bieten Servicepauschalen oder Zusatzversicherungen an. Laut Experten können eine Reiserücktrittsversicherung